Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitmenschen und liebe Haustiere, die gezwungenermaßen sich das mit angucken dürfen. Ich wollte mal wieder ein Kreuzworträtsel machen, denn ja, das habe ich gestern schon mal, und ich finde, sein Horizont zu erweitern und zu lernen tatsächlich, sollte man auch unbedingt wiederholen. Also wiederholt Dinge tun, die dazu beitragen. Das nicht einfach nur einmal machen, sondern eben öfter. So, und dementsprechend mache ich das jetzt auch öfter. Ich mache öfter Kreuzworträtsel, nehme das auf. Gegebenenfalls landet es irgendwann mal bei euch auf dem Bildschirm. Vielleicht tut es das auch nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ja, fangen wir doch am besten noch nicht an. Und zwar, ich wollte noch dazu sagen, ich habe nochmal bei diesen Pizmeet-Videos, mit denen ich überhaupt auf diese komischen Kreuzworträtsel gekommen bin, reingeschaut. Die nehmen sich da immer 20 Minuten Zeit. Und das würde ich jetzt tatsächlich auch mal machen. Ich werde es eventuell nebenbei laufen lassen. Auf jeden Fall, ich orientiere mich momentan jetzt einfach an meiner PC-Uhr und würde sagen, so in 15 Sekunden geht's gleich los. Ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber dann ist es genau bei mir 13.57 Uhr. Und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert in 20 Minuten. Und 3, 2, 1, los. So, Sprudel. Soda. Ein nordeuropäisches Volk. Nordeuropäisch, das sind die Finnen, die Schweden, die Esten, die Sachsen. Nein, Sachsen sind es nicht. Ein Butler, machen wir noch nicht. Ein Wachslicht ist eine Kerze. Eine Raute ist auch ein Karo. Butler, oh Gott, was ist das denn die deutsche Bezeichnung zum Beispiel dafür? Butler ist ja eigentlich eher so ein englisches Wort, wenn ich das so richtig sehe. Felderträge. Ernten. Okay. Englisch für Auge ist Ei. Ich gehe tatsächlich hier irgendwie gerade wahllos. Ein Wundmal ist eine Verletzung, eine Narbe. Genau. Umgangssprachlich sehr schnell. Rasant. Huch. Poetisch Adler ist doch der der Aar. Glücklicherweise schon mal woanders gelesen und dementsprechend gemerkt. So, rasant. Ja. Walken. Das ist ja auch, das klingt auch schön. Fällt mir gerade noch nicht ein, aber vermutlich. So. Ja, ein musikalisches Übungsstück. Oh, das ist ja doof natürlich, wenn ich schon mal in Videos letztens gesehen habe, wie diese Worte heißen. Da ist das ja voll einfach. So, Delmenhorst war, glaube ich, die EL, genau. Blutsauger sind Egel. Missgunst. Ja, ist Neid. Und die Hirnstromkurve ist dann das EEG, genau. Die Schirmherrschaft. Ja. Boulevard ist auch das da. Eine Zahl, die mit V beginnt, ist dann wahrscheinlich die 4. Die polnische Stadt, wenn ich das jetzt mit diesem einen Buchstaben hinkriege, dann ist das... Nice, sehr nice. War ich tatsächlich selber schon mal. Dort wurde eins meiner LPs aufgezeichnet, weil ich da zufällig gerade war, als ich das aufgezeichnet habe. Okay, walken ist auch kneten? Nein, natürlich nicht. Meiner einer, das klingt ja auch schön. Eine Spöttelei? Fluss durch Baden-Baden. Könnte falsch sein, aber huch, falsche Richtung. Die Richtung ist auf jeden Fall schon mal falsch. In ist es nicht. Gut, persönliches Fürwort dritter Fall. Der, des,
Fruchtstein ist erstmal ein Kern. Dir, ah, natürlich, ist ja persönlich. So. Nordisches, nordeuropäisches Volk sind bestimmt Bäume, nämlich Tannen. Nein. Okay, meiner, einer weiß ich immer noch nicht. Metall ist Eisen, ganz offensichtlich. Großes Raubtier ist Bay. Ohne R natürlich. Nein, natürlich mit R. Und dann, ja, Englisch Kunst ist Art. Die Schirmherrschaft ist dann wahrscheinlich die Ägide. Fragt mich nicht. Ich habe auch mal Strategiespiele gespielt und deswegen weiß ich, dass es dieses Wort gibt. Flora und Fauna sind die Natur. Natürlich. Ein arabischer Minister, oh Gott, ein orientalisches Frauengemach, Gefährte, ein Karaoke? Nein, natürlich nicht. Auch wenn es buchstabentechnisch passen würde. Eine Fährte ist erstmal eine Spur. Damit kommen wir weiter. Bestens. Paletti? Klappt nicht. Es sind zu wenig Buchstaben. Ein Plüschpullover. Ein Plüschpullover. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall sind die getrockneten Weintrauben Rosinen. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ein Plüschpullover das... ich versuche gerade mal... Ah, okay. Bestens ist prima, weil ich habe mir schon ein Wort hier gedacht. Jetzt, ich muss sagen, das Wort kenne ich, das Wort Niki kenne ich nicht als Plüschpullover, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist das was anderes, aber ich lasse mich da gerne... ja, jetzt muss, also ich lasse mich da auf jeden Fall gerne darüber mehr informieren bzw. Aufklären. So, Geltung. Was ist denn Geltung jetzt? Ah, Mann. Übrigens, wir haben erst, wie es aussieht, 5 Minuten rum, wenn ich das richtig sehe. Also, läuft bisher. Ah, der Butler ist der Diener. Ja, nordeuropäisches Volk. Das sind dann wahrscheinlich die, natürlich, die Dänen. Umlaute sind immer so eine grässliche Sache in Kreuzworträtseln, meiner Meinung nach. Nee. Was? Oh Gott, das Schlimme ist, ich kann kein Französisch. Ich weiß, die haben komische Worte. Spöttelei ist eigentlich auch eine Bitze, aber das geht jetzt schon nicht mehr, weil die Dänen hier schon einmarschiert sind in mein Kreuzworträtsel. Kieten. Kieten? Nein, das gibt's wirklich nicht. Kajeten? Köten? Ja, wer weiß. Kreten? Ich will jetzt eigentlich gar nicht nur Buchstaben durchprobieren. Das wäre ziemlich mies, aber... Oh Gott. Kreten? Nein. Nein, natürlich nicht, Aber langsam gehen mir die Kreten. Das ist die Mehrzahl von Kreta. Nein, natürlich nicht. Moment, ein orientalisches Frauengemach ist aber kein Harem, oder? Ich trage es einfach mal ein, aber... Oh, okay. Ich hatte gedacht, als Harem bezeichnet man eher was anderes, aber... So, und ein arabischer Minister ist doch sicherlich kein Fakir. Also ganz ehrlich, ich verstehe unter manchen Worten, die hier vorkommen, eher was anderes.
Aber was ist denn jetzt der Gefährte? Das ist bestimmt so ein einfaches Wort, was mir gerade nicht einfällt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, walken, was ist denn kneten in dem Fall? Das geht ja gar nicht. Tja. Spöttelei, was ist denn das? Eine wahrscheinlich etwas mit E am Ende, das wird wahrscheinlich etwas ein weibliches deutsches Wort sein. Oh, das ist gar nicht so einfach alles. Und die Geltung, was könnte die Geltung sein? Habe ich noch irgendein Wort, das mir weiterhelfen kann? Meiner einer. Ach so. Oh Gott. Okay, ich hab's. Ansehen, ja. Ich muss ehrlich sagen, Geografie. Ach so, warte mal, Moment. Jetzt habe ich ja hier jetzt plötzlich NIE zu stehen. Was ist eine Spöttelei? Also ich kenne, nee, Ironie als Spöttelei zu bezeichnen. Also ich muss sagen, bei manchen Wörtern bin ich, also ja, kann man irgendwo. Oh Gott, wie hieß denn dieser Fluss? Nein, OMS hieß der nicht. ONS, One Night Stand, natürlich der Fluss. Kennen wir doch alle. O's. Könnte auch Ös heißen. Eus. Gibt ja auch Euskirchen, aber das wird anders geschrieben. Oas. Nein, ONS hatten wir doch schon mal. Ops. Oh Gott. Ols. Ganz ehrlich, ich kenne den vermutlich gar nicht. Huch. Der Ochs. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich probiere jetzt gerade mal wieder einfach durch. So viele Buchstabenmöglichkeiten habe ich ja nicht. Huch. Das muss wieder so. O's. Okay. Wieder einen Fluss gelernt. Dann ist. Ah, natürlich. Ich habe das falsch geschrieben. Wer hätte das denn nur gedacht, dass ich etwas falsch schreibe? 11 Minuten sind wir jetzt mittlerweile drin in der ganzen Sache. Ich versuche jetzt mal hier den Fakir. Nee, das wär auch wirklich merkwürdig. Der Saphir. Ich weiß, das ist sogar falsch geschrieben. Also mir fehlen jetzt gerade nur noch 3 Worte. Salir. Schließen. Auf Spanisch. K. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, was ist ein Gefährte? Mein Kumpel, Kumpan, aber das klappt nicht. Das ist mit U. K. Uff. Ganz ehrlich, also es ist echt schwierig. Ich habe nur noch 2 Wörter. Ja, 2 Wörter sind es nur noch. Ups. Ich wollte es jetzt nicht runterschieben.
Mir würden so viele Worte einfallen, die hier reinpassen, die überhaupt nichts mit einem arabischen Minister zu tun haben. Ach Gott, wie hießen diese ganze... Visier? Nee. Ich musste gerade... Wesir? So schreibt man das. Ein Wesir. Okay. Tatsächlich, das war jetzt so wirklich sowas, da musste ich ganz, ganz, ganz tief in meine Kindheit zurückdenken, um auf dieses Wort zu kommen. Und zwar, da gibt es ja sowas hier, da gab es mal so eine Kinderserie, da wollte jemand unbedingt der Großwesir werden. Ja, das, so kann es gehen. Natürlich, dann weiß ich jetzt auch endlich, was hier reinkommt. Die Kamera mit D am Ende. Und schon sind wir fertig. Gedauert hat es so ziemlich genau 14 Minuten und 10 Sekunden, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und damit sind wir hier durch. Ich würde mal sagen, ich versuche es noch mit einem anderen, weiteren Rätsel. Wenn ich schon mal die Zeit habe, vielleicht schaffe ich ja in 20 Minuten zwei Sachen. So. Perfekt. Angst kann man auch als Furcht bezeichnen. Abkürzung für anders ist ANS, sibirische Waldstätte. CD ist erstmal eine Disk. Ein Match ist eine. Ach Gott. Also erstmal der Stillstand ist der Stau. Die sibirische Waldsteppe, das hatte ich mal. Wenn ich noch irgendwo einen Buchstaben. Ach genau, Tiger ist das. So, und hier haben wir den Antrieb. An. Oh. Nee. Andere. Also ich bin mir ziemlich sicher, da kommt ein A hin. Obwohl ich jetzt mit Antrieb hier gerechnet habe, das mit der Tiger ist zum Glück gut gegangen. Ein Wortteil. Könnten Präfix, Suffix, nein, Buchstabe. Eine Raubkatze ist in dem Fall. Ups. Boom! Nicht mal einen Buchstaben gebraucht. Zeitalter ist eine Ära. Flussmündung ist ein Delta. Ein Drehort. Machen wir später. Freundlich ist eigentlich nett. Flussgestein, Inseleuropäer, könnten ihre sein. Huch. Ja. Geht ja richtig flott jetzt gerade. Also ich glaube, dieses Rätsel ist sogar einfacher als das andere. Mehr als ernst. Todernst. Passt aber nicht. Arktisches Nutztier. Gibt es Huskies zum Beispiel, aber haben nicht drei Buchstaben. Würde ich erstmal nochmal weglassen. Gattung ist eine Art. Hier haben wir schon wieder die Etüde. Weiß ich nicht, irgendwie scheint derjenige, der hier die Rätsel macht, erstens mal dem sonst nichts mehr einzufallen. Und außerdem scheint er dieses Wort zu mögen. Trennungslinie, ja, ist eine Grenze. So, Bereich ist ein Gebiet. Ein Holzblasinstrument ist die Oboe, nur halt nicht so. Eine Clique ist dann hier die Bande gemeint, ja. Ein Einhufer. Wird dann wohl das Pferd sein. Gut zu wissen, dass die einen Huf nur haben. So, das Zweirad. Es ist kein Mofa, es ist ein. Gucken wir erstmal weiter. Vorname des Komikers Schröder. Da muss ich auch erstmal überlegen, welchen Schröder die denn da meinen. René Schröder sagt mir gar nichts. So, gucken wir mal was anderes nach. Im Ofen garen ist natürlich Backen.
Flussgestein könnte Kies sein, ja. Ein Drehort ist dann das Set. Märchen gestalten. Also. Erstmal aufgewühlt ist erregt. Märchen gestalten sind dann die Zwerge. Easy, easy. Walhornplatten, oh Gott. Machen wir erstmal die englische Krawatte, das ist ein Tie. Weichspeise. Klingt nach Bry, wo wir gerade Tie hatten. Dreschabfall. Ja, erstmal machen wir den Seehund, das ist eine Robbe. Jetzt Zustand. Ist. Mehr als ernst. Da komme ich noch nicht drauf, aber kriegen wir noch hin. So, das Match. Ach Mensch. Was könnte hier nochmal ein Wort sein, ein Teil sein? Eine Silbe natürlich. Und so langsam, Motivation, Anreiz, das ist gemeint, okay. Ach, den meinen die, oh Gott, Entschuldigung, aber da ist es schwierig, den, also das Wort Komiker hat mich da tatsächlich so ein bisschen rausgebracht. Da habe ich wieder an was anderes gedacht. Polizeipatrouille ist natürlich die Streife. Man sollte aufpassen, dass man bei einer Streife keinen Polizisten streift. Sonst bestraft er einen. Frauenkurzname Anni. Anni ist es nicht. Angie. Ja gut, Anni ist eigentlich eher ein Kosename und kein Kurzname, weil kommt ja manchmal von Anne und ist jetzt nicht kürzer als Anne. Zweirad. Das ist dann wohl dieses berühmte Piaggio-Fahrzeug. So, und damit sind wir doch... ach ja, das Match ist die Partie, das ist doch schon mal schön. Und das Ren ist dann das arktische Nutztier. Mehr als ernst. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ernster? Ernsthaft? What? Okay. Walhornplatten ist immer noch nicht so richtig. Also der Dreschabfall ist dann die Spreu. Ja, und dann. Nein, Barton ist es nicht. Walhornplatten. Bartan, Bartin. Bartun. Barten. Barten? Nie gehört, merke ich mir hoffentlich. So, das Lösungswort ist übrigens 12, wenn man hier mal die ganzen Buchstaben so mit den Zahlen sich da anguckt. Und ich würde sagen, ich bin da mal raus. Ich habe mich gut geschlagen, würde ich sagen, innerhalb von ein bisschen über 20 Minuten, wobei da noch mal ein bisschen Sprechzeit dazwischen war. Zwei Kreuzworträtsel. Ich hoffe, ich werde da noch besser. Ist alles eine Frage der Übung und davon mal abgesehen, wenn wir in jedem Kreuzworträtsel die Etüde drin haben, irgendwann, ja, mache ich das blind. Blind Kreuzworträtsel lösen, sollte ich mir mal merken. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.